So, Peace, Leute, herzlich willkommen zurück zu Mission Supernova Teil 1. Ja, wir waren ja in der letzten Folge schlafen gegangen erfolgreich und jetzt ist uns irgendwie die Energie weggerippt und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Steuerraum gucken. Da muss ja irgendwas passiert sein. Jetzt gucken wir erstmal, ich brauche den Raumanzug wieder. Ich habe ihn angezogen, das Versorgungsteil für die Luft und den Helm brauchen wir auch noch. So, und raus hier. Ach so, genau. Bevor ich es vergesse, ich zeige euch ganz kurz mal noch hier, falls ihr das mal selber spielen wollt. Auf F1 gibt es eine Hilfe und da seht ihr hier Anleitung, Programminformationen, Textgeschwindigkeiten, Laden, bla bla, dies, das. Ich habe auf jeden Fall, oder ich werde es so tun, für Zwischenfolgen mache ich einfach immer so quasi einen Speicherstand, damit ich auch eine Sicherheit habe, falls was passiert. Nur, dass ihr mal wisst, wie man hier auch überhaupt speichert. Also man muss es nicht an einem Stück zum Glück durchspielen, wie manche andere Spiele früher. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Jetzt gucken wir mal hier, ist irgendwie, was hat sich verändert? Die Spannung ist auf 0 abgesunken. Ja, das ist natürlich blöd, weil ich jetzt hier nicht mega, mega lange rumzwiebeln will. Wir sehen ja hier, irgendwie ist hier noch Strom. Das ist ein bisschen komisch. Warum ist hier Strom? Das können wir bestimmt irgendwie benutzen. Die Leitung können wir vielleicht hier reinballern. Nee. Da war es bestimmt, oder? Ja. Ah ja. So. Die Listerklemme. Jetzt verbinden wir einfach quasi dieses Kabel, was wir abgeschnitten haben von dem Schallplattenspieler, mit der Kabelrolle. Und diese Kabelrolle führen wir jetzt einfach mal nach unten, weil irgendwie muss dieses Teil ja noch Strom haben. Und wir führen die Kabelrolle mal zum Generator. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt einfach mal dieses Teil ab, benutzen das Kabel mit der Klemme. Und seht da, wir haben wieder Strom. Ich weiß nicht ganz genau, warum dieses Teil hier, die Landefähre, sie war eigentlich für Bodenuntersuchung auf Asano 3 gedacht. Warum die noch Strom hat? Also anscheinend hat die irgendwie eine eigene Batterie oder irgendwas. Und die war halt noch nicht erschöpft. Und der Generator ist halt einfach leer gelaufen, weil hier alles kaputt gegangen ist. Und ich denke halt einfach, wie gesagt, dass die noch eine Batterie hat und deshalb kriegen wir hier davon Strom. Aber ich muss ehrlich sagen, bis man das früher rausbekommen hat, hat das gedauert. Ich weiß noch, ich habe mit meinen Eltern, da kann ich ja mal kurz erzählen. Weiß ich noch ganz genau, mein Vater kam da, hatte einen Blaumann an und wollte, hier ist jetzt auch die Meldung weg, und wollte eigentlich draußen arbeiten. Und da hat meine Mutter und ich dann angefangen, dieses Spiel zu spielen. Und er hat gemeint, ah ja, ich guck mal kurz mit, damit wir vielleicht hier irgendwie weiterkommen. Und wir haben einfach den ganzen Tag vor dem Rechner geklebt und haben uns dann da das angeguckt. Ich sehe gerade hier, manchmal ist das so von der Grafik ein bisschen verzwiebelt, das habe ich versucht abzustellen, aber es ist nur noch ganz wenig und ich hoffe, dass euch das nicht so krass auf den Sack geht. So, das war ja 2, geht das eigentlich so? Nee, okay. Wir müssen es also eingeben. 42. Fuck. Jetzt weiß ich natürlich die Schlafdauer nicht mehr. Das weiß ich nicht auswendig, das muss ich immer wieder nachgucken. 705 Tage. Ich habe es irgendwie schon gedacht, aber 42, so, 705 Tage, oh fuck, 705 Tage, bitte legen Sie sich in die angegebene Dingens, ach fuck, wir müssen ja noch den Raumanzug ausziehen, den Helm, Versorgung, den Raumanzug, so, und jetzt sollten wir ja eigentlich wahrscheinlich durchfliegen, außer der Strom würde wieder gekappt werden, so. Muss ich sagen, da erschrecke ich mich einfach immer wieder. Was war das? Flugziel erreicht. Was ein bisschen komisch ist, normalerweise. Ich denke jetzt einfach nur logisch, wenn man wahrscheinlich aufschlägt mit, was weiß ich, so einer Geschwindigkeit, würde wahrscheinlich das ganze Raumschiff zerschellen, aber ja, ich sag's mal so, ist ja egal, wir sollten darüber jetzt nicht logisch nachdenken. So, gehen wir mal hier runter. So, und wir wollen da raus. Das geht nicht. Die Luke ist mindestens 5 Meter über dem Boden. Ja, runterspringen, mein Junge. Ja, dann benutzen wir einfach mal das Seil. Das geht nicht. Warum geht das nicht?
Das Seil mit der Leiter. Weil das war ja ungefähr 10 Meter lang und dann können wir bestimmt an dem herunterklettern, oder? Hier ist was Falsches. Generator. Luke. Oh, ui. Und wir sind hier anscheinend irgendwie in einem Krater gelandet oder was auch immer. Es ist nichts Besonderes daran. Ja, irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Aber hier sieht man, irgendwie ist ein Loch oder so. Können wir den irgendwie benutzen, den Stein? Das geht nicht. Ziehen. Aha. Zack. So, jetzt gehen wir mal durchs Loch. Es scheint eine Höhle zu sein. Hier habe ich halt auch als Kind sehr lange gesucht, bis ich überhaupt mal den Pfad gefunden habe. Wie muss ich hier durch? Und meine Mutter kam irgendwann auf die Idee, guck mal hier unten, wir haben doch hier die Karte. Und siehe da. Wir sind hier. Also wir müssen ja jetzt eigentlich auf Asaron 3 oder wie der heißt. Was ist das für einer? Schau. Erstmal die Raumschiffe begutachten, da ist nichts Besonderes dran. Auch nichts. Schild. Diese Schrift kannst du nicht lesen. Okay. Ja, ich würde sagen, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Wir gehen einfach mal zum Eingang. Was ist denn das für eine Knollnase hier? Alter, die Nase ist ja größer als alles andere. What the hell? Der Automat. Sieht aus wie ein Kaugummiautomat. Die Tür ist verschlossen. Können wir die öffnen? Das ist verschlossen. Schild. Diese Schrift kannst du nicht lesen. Gehen wir mal zum Portier. Du kannst durch deinen Helm nicht sprechen. Das hat natürlich die Frage. Wir benutzen einfach mal den Helm. Mal gucken, ob man hier atmen kann. Die Luft hier ist atembar. Du ziehst den Helm, den Anzug aus. Okay. Hier noch was gucken. Die Treppe ist nichts Besonderes dran. Ja, wir reden einfach mal mit dem. Wo bin ich hier? Okay. Der spricht anscheinend eine andere Sprache. Hey, Alter, lass mich durch. Nee, der will nicht. Dann versuchen wir uns einfach mal an dem vorbeizustehlen. Okay, das mag er nicht. Super. Was ist das für ein Knopf? Aber wir drücken einfach mal die, oder? Was verstehen denn da? Die Schrift kannst du nicht lesen. Dann drücken wir einfach mal den Knopf. Toiletten. Ach, wir müssen bestimmt nach 705 Tagen mal auf den Pott. Die Toiletten sind denen auf der Erde sehr ähnlich. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal auf die Toilette. Das geht nicht. Was? Warum nicht? Schauen wir mal in die Toilette. Die Toiletten sind denen auf der. Oh, super. Gehe zur Toilette. Du gehst seit 7 Jahren das erste Mal wieder aufs Klo. In einem der Schließfächer, die sich im Raum befinden, findest du einige Münzen. Oh. Das haben wir anscheinend noch geklaut. Und ja. Jetzt müssen wir einfach mal, würde ich sagen, einfach mal hier die Münzen in den Kaugummiautomaten rausballern. Kaugummi, können wir den benutzen? Schmeckt ganz gut. Münzen. Das ist ein Gummibär. Gummibären hüpfen hier und da und überall. Schmeckt ganz gut. Münzen mit dem Schlitz. Eine Schokokugel. Lecker. Ist nichts Besonderes daran. Schmeckt ganz gut. Und jetzt nochmal das. Ein Ü-Ei. Oh. Fun Fact bei der Sache, das spoilere ich jetzt auch mal. Man kann hier das Game quasi, ja, nicht mehr weiterspielen, wenn man dieses Ü-Ei nicht öffnet. Aber wäre auch logisch überlegt, normalerweise, wer isst denn ein ganzes Ü-Ei mit der, mit dem Inhalt? Also jetzt mit diesem kleinen gelben Box da drinne. Wir öffnen das Ü-Ei. In dem Ei ist eine Tablette in einer Plastikhülle. Das Ü-Ei können wir jetzt bestimmt essen. Dann halt nicht. Dann holen wir mal die Tablette. Du isst die Tablette und merkst, dass sich irgendwas verändert hat. Okay. Gucken wir mal auf die Tabellen. Komisch. Auf einmal kannst du die Schrift lesen. Darauf steht, wenn sie diese Schrift jetzt lesen können, hat die Tablette gewirkt. Ah, wir hätten uns vielleicht mal die Tablette davor noch angucken sollen. Können wir das Überraschungsei noch essen? Das schmeckt ganz gut. Jetzt können wir bestimmt die Schilder lesen. Darauf steht Zutritt nur für Personal. Darauf steht Toiletten. Du ziehst den Raumanzug wieder an. Jetzt können wir bestimmt hier auch die Schilder lesen. Treffpunkt Galaktika. Okay. Jo. Ah, jetzt können wir bestimmt auch mit dem Portier reden. Mensch, zieh mal den Helm ab. Wo bin ich hier? Was? Das wissen Sie nicht? Sie befinden sich im Restaurant Treffpunkt Galaktika. Wir sind bei den interessantesten Ereignissen in der Galaxis immer zur Stelle. Schönes Wetter heute, nicht wahr? Wenn Sie meinen. Sehr gesprächsfreudig, der Typ. Fragen wir jetzt
verstehen wir ihn ja, würden Sie mich bitte durchlassen. Wenn Sie das Lokal betreten wollen, müssen Sie erst Ihre Schuhe ausziehen. Wie soll ich die Schuhe ablegen? In der Toilette gibt es Schließfächer für die Schuhe. Dann, wir sagen, gehen wir gerade mal in die Toilette. Nutzen die Toilette bestimmt, das geht nicht. Du ziehst deine Schuhe aus und legst sie in einer der Schließfächer. Das können wir bestimmt hoch, oder? Juhu! So. Hier sind anscheinend einige Außerirdische. Aha. Naja. Okay. Wie ist denn mit Schuhen hochgekommen? Stimmt! Der hat Schuhe an! Alter, das fällt mir jetzt erst auf. Da hockt halt irgendwie so ein Megatron, keine Ahnung, zweiköpfiger. Ich find's cool, einfach die Details. Hier irgendwie ein Krokodil, das ist irgendwie so ein Vogeltyp, das ist ein Breitmaulvieh, keine Ahnung. Oh Mann, das sieht schon lustig aus. So, gehen wir mal zum Stuhl. Oh, was ist das denn? Darf ich hier Platz nehmen? Klar. So, was steht hier? Mr. Spock, was hier? Aha. Star Trek lässt grüßen, der Typ mit den Schuhen, der chillt da irgendwie heftig, der hat glaube ich zu viel gesoffen oder was auch immer. Die Tasse, sie enthält eine grünliche Flüssigkeit. Speisekarte, heute empfehlen wir Fonur Opera mit Ulk. Was ist das denn? Brieftasche? Jo. Ich würde sagen, dann gehen wir zum Froschgesicht. Könnten Sie mir ein Gericht empfehlen? Ich würde sagen, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor erstmal. Nein, Sie müssen sich irren, ich kenne Sie jedenfalls nicht. Aber Ihre Kleidung habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ja, komisch. Jetzt weiß ich, Sie sind Roger W. Ah, jetzt habe ich es weggeklickt. Ich habe extra eine Maske auf, damit Sie nicht von jedem angelabert werden. Ach so. Wann kommt denn das nächste SQ-Abenteuer raus? Hier ein kleiner Funfact. SQ 127 müsste in einem Monat rauskommen. Was, Teil 127? Bei uns ist gerade Teil 8 erschienen. Von welchem Planeten sind Sie denn? Von der Erde. Erde? Nie gehört. Wahrscheinlich irgendein Kopf, wo Neuerungen erst 100 Jahre später hingelangen. Kann sein. Aber eins müssen Sie mir erklären. Wieso sehen Sie so verdammt ähnlich, wenn Sie nicht von Xenon stammen wie ich? Keine Ahnung, bis jetzt dachte ich immer, Sie wären ein von Programmierern auf der Erde erfundenes Computer. Sprit? Keine Ahnung. Was? Lachhaft. Wie erklären Sie sich dann, dass ich Ihnen gegenüber sitze? Ja, das ist in der Tat seltsam. In der Tat. Halt, jetzt weiß ich es. Sie sind von der Konkurrenz, von George Film Games und wollen mich verunsichern. Nein, ich bin ein ahnungsloser Koch von der Erde. Na gut, ich glaube Ihnen. Lassen Sie jetzt dieses Thema langsam, wird es mir zu bunt. Also, jetzt der Fun Fact, Roger W. Wer Space Quest kennt, müsste da die Charaktere bzw. das kennen und das ist halt quasi einer von denen oder halt der Programmierer und ja, der sitzt uns quasi gegenüber. Nee, es war nicht der Programmierer, es war glaube ich ein Charakter. Ich habe die Reihe leider nie selber gespielt. Es wird halt hier, wie zum Beispiel jetzt gerade eben bei Larry 1 in der ersten Folge angespielt auf andere Games und das finde ich eigentlich ganz cool. Dieses Froschgesicht hier. Da hat er sich halt extra eine Maske angezogen, aber dieser Pullover ist, also ich habe mir mal Bilder angeguckt, der ist markant für halt diesen Charakter. So. Können Sie mir ein Gericht empfehlen? Bestellen Sie lieber nichts. Ich habe vor 2 Stunden mein Essen bestellt und habe immer noch nichts bekommen. So. Tja. Ist natürlich doof. Wie lange dauert es dann noch bis zur Supernova? Noch mindestens 2 Stunden. Haben Sie keine Idee, womit wir uns bis dahin die Zeit vertreiben können? Im Moment fällt mir nichts ein, aber vielleicht hat der Spieler des Adventures ja eine Idee. Das finde ich immer so lustig, dass da so Anspielungen kommen. Und ja, was haben wir denn hier dabei? Das Buch, können wir dem das Buch geben? Gib Buch an Froschgesicht, behalte es lieber. Das geht nicht. Ah, wir können bestimmt mit dem Schach spielen. Mal gucken, ob der das kennt. Eine Partie Schach, das ist eine gute Idee. Schach, was ist das denn? Schach ist ein interessantes Spiel. Ich werde es Ihnen erklären. So. Knapp 2 Stunden später.
Roger W. steht kurz vor dem Schachmatt und grübelt nach einem Ausweg. Roger ist im Moment nicht ansprechbar. Er ist halt jetzt sehr konzentriert. Er guckt nämlich aufs Schachspiel. Und wir gucken uns hier mal die Tasse an. Die Brieftasche ist auch nichts Besonderes. Die Speisekarte, ja. Ich guck mal. Wir wollen ja eigentlich weiter. Ist ja jetzt dieser Treffpunkt nur und anscheinend nicht der Planet. Es müsste wahrscheinlich dann der rote Planet sein, da wo wir hin wollten. Das steht auch in dem Zeitungsartikel drin. Weil da ja auch die Supernova passiert. Und wir nehmen jetzt einfach mal die Keycard und versuchen mal, vielleicht können wir mit, der muss ja auch hier irgendwie hingekommen sein, mit seinem Raumschiff vielleicht irgendwie abhauen. Wir gehen mal kurz raus und gucken uns das mal an. Wir müssen natürlich unsere Schuhe noch mitnehmen, weil sonst kommen wir nicht raus. Du ziehst deine Schuhe wieder an, zack. Du ziehst deinen Raumanzug wieder an. Ist nichts Besonderes. Wir schauen mal in die Brieftasche rein. Können wir die irgendwie öffnen? Öffne Brieftasche. Ah ja, du befindest 10 Baggerzeugs und eine Keycard. Keycard von Roger. Brieftasche. Nicht gerade sehr viel Geld. Mal gucken. Irgendwo müssen ja hier wahrscheinlich, an irgendeinem Raumschiff muss ja die Keycard funktionieren. Ah, hier. Okay. So, das Problem ist nur, da wir ja nur Koch sind. Ah, hier ist irgendwas offen. Die Knöpfe können wir drücken, aber da passiert irgendwie nichts. Hier noch Knöpfe drücken. Seltsame Anzeige. Ist natürlich ein bisschen blöd. Ja. Da kommen wir anscheinend nicht weiter. Blöde Sache. Gehen wir nochmal zurück zum Roger. Achso, jetzt müssen wir nochmal die Schuhe ausziehen. Benutzer, Toilette. Hä? Ja, der will, dass wir jetzt die Schuhe. Schau. Ja, sowas. Hoch. Wir gehen nochmal zu dem Roger. Roger ist im Moment nicht ansprechbar. Du bist doch schon da. Also, es muss ja eigentlich demnächst die Supernova sein. Der sagt uns jetzt auch nichts mehr. Schade. Ja, egal. Also, demnächst muss ja die Supernova sein. Und das ist ja dieser Asaron 3, da wo wir eigentlich hin wollten. Irgendwie sind wir davor kollidiert mit diesem Treffpunkt Galactica halt. Ich weiß halt nicht, ob das so, ich sag mal, Asteroid ist, der immer rumfliegt, gesteuert. Das kann ich euch leider nicht sagen. Aber wir wollen ja eigentlich dahin, denke ich mal. Zumindest laut dem Zeitungsartikel war das so gewollt. Und bis wir das rausgefunden hatten damals, hat das auch sehr, sehr lange gedauert. Ich spoilere das jetzt einfach auch hier nochmal. Wir müssen jetzt einfach 3 Minuten oder so oder 2 Minuten noch auf diesen Stern hier klupschen. Und dann kommt halt die Supernova. Ja, in der Zeit kann ich ja so ein bisschen noch erzählen, was ich noch so vorhab in dieser Retro-Geschichte. Also, der zweite Teil von Supernova will ich auf jeden Fall noch durchspielen. Der erste Teil muss ja auch erstmal fertig werden. Das, ja, seht ihr ja dann, ich denke mal, das werden nicht so viele Folgen sein. Also, da hat man, keine Ahnung, 2-3 Stunden, wenn man weiß, was man zu tun hat. Klar, wenn man das Spiel nicht kennt, dann würde ich euch auch raten, spielt es einfach mal für euch selber durch. Wenn ihr hier irgendwie einen Tease bekommt oder so, einfach selber durchspielen, mal gucken, ah, was war da, weil jetzt kommt auch so ein bisschen der Teil, wo ich selber nicht mehr genau weiß, was müssen wir machen. Deswegen wird es vielleicht auch ein bisschen länger dauern. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Also ich kann mich noch an sehr viele Sachen erinnern und ich weiß auch, wie die Geschichte ist und so weiter und so fort. Aber ich finde das immer blöd, wenn man das so halt alles so komplett direkt rausspoilert. Jo, jetzt müssen wir dahin einfach nur durchrushen. Und ja, ich hoffe, dass das einfach für euch so okay ist. Die Supernova, wie gesagt, sehen wir ja gleich, dann kommen halt so, dann geht halt der Planet kaputt. Ich weiß nicht genau, was da für ein physikalisches Ereignis hinten dran steckt. Also ich weiß halt nur, dass dann halt explodiert oder implodiert der Stern. Ich kann es euch nicht genau sagen. Und dann gibt es halt so Farben, also der verglüht halt irgendwie, glaube ich. Es ist wirklich ein Phänomen, was es auch in der Realität gibt. Könnt ihr ja mal danach googeln, da gibt es auch öfter mal Aufnahmen aus der Galaxis. Also nicht aus unserer, aber aus anderen, die man irgendwie aufgenommen hat, wo man dann halt auch sowas
sehen konnte. Ich finde es eigentlich, also so diese ganze Kram, was mit dem Weltall zu tun hat, ich finde das mega, mega interessant. Was ist das jetzt? Astrologie, Astronomie? Da gibt es ja immer so verschiedene Wörter. Das Problem ist, das eine ist, glaube ich, das mit den Horoskopen. Ja, ist auch egal. Ich will mich jetzt hier nicht über Kopf und Kragen reden, weil sonst mache ich meinem Namen wieder alle Ehre. Wobei, muss man ja manchmal. So, aber langsam könnte auch das Ding auch mal kommen. Ja, ach so, ja, genau. Von den Herstellern werde ich auch noch ein kleines anderes Spiel spielen. Das werdet ihr dann einfach sehen. Die haben nämlich insgesamt 4, ich sag mal, Spiele gemacht. Das waren dann halt 2 Spiele, jeweils 2 Teile. Und wie gesagt, die habe ich alle gespielt und das war einfach, es war so, es ist ein Kindheitserlebnis von mir, gerade auch mit meinen Eltern. Das hat so Spaß gemacht, einfach vor dem PC zu sitzen, die Rätsel zu lösen. Es ist einfach was anderes. Das kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen. Point-and-Click-Adventure, also jetzt so neuere, was gibt's da, so Deponia oder Edna bricht aus, die sind zwar auch mega cool, aber man ist halt sehr schnell verleitet einfach im Internet nach den Lösungen zu gucken. Das konnte man damals, ich sag mal, nicht so gut, beziehungsweise wann ist es rausgekommen? 1994, ich bin 93 geboren, also das war, da war ich ein Jahr alt, aber ich habe es halt auch erst Jahre danach gespielt. Ich weiß nicht, also so hatten wir unseren ersten PC, ich glaube 98 oder so, und da haben wir das halt auch erst gespielt gehabt, 98, 99, da um den Dreh. Also ich habe schon recht früh angefangen mit PCs. Hat mich halt einfach interessiert. Meine Mutter hat damals halt daran gearbeitet. Kam das Internet, dies, das. Ihr kennt das ja, wie das so war. Und Supernova als eins der ersten Games. Ich glaube, besser hätte es nicht laufen können. Es war einfach wirklich richtig, richtig, richtig cool. So. Was ist jetzt hier los? Warum kommt der Schüssel nicht? 2 Stunden sind doch schon rum. Und der Roger V hat uns auch gesagt, dass es in 2 Stunden die Supernova funktioniert oder passiert. Funktioniert, was klar, eigentlich schon wieder. Ja, komm. Auf geht's. Ich möchte jetzt hier mal Supernova sehen. Ich weiß gar nicht, ob man das, ich denke mal nicht als Normalo sieht man das, also kann man das wahrscheinlich nicht begutachten. Muss man wahrscheinlich irgendwie so ein Typ sein, der da forscht oder so. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. So. Passiert heute noch was? Oder Mama? Na, vielleicht, oh, ach so, da ist die Supernova. Und so sieht das auch ungefähr aus, wirklich. Das war jetzt halt nur kurz, 10 Minuten später. Aha, alle Raumschiffe haben den Planeten verlassen, bis auf 1. Und wir können ja schon erkennen, das ist der Roger W. Natürlich kommt er nicht weg, wir haben seine Brieftasche geklaut. Wie erzählen wir dem das jetzt? Aber ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wie wir das dem erklären. Und ihr seht ja hier hinten, der Planet ist jetzt weg. Vielleicht sind wir doch auf dem Asarons. Ich weiß nicht genau. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was das so. So Gedanken habe ich mir nie drüber gemacht. Auf jeden Fall ist jetzt der Planet weg. Und die Mission Supernova konnte natürlich leider nicht richtig durchgeführt werden. Und wir als Koch hätten eh nichts machen können. Naja. Egal. So. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge, wenn wir dann Roger W. irgendwie erklären müssen, dass wir seine Brieftasche haben.